Siegel Animals Tiere Natur Sie seltsam kennt. Autor die seltsam kennt sie. Die Siegel, Echinoidea, von altgriechisch Echi. Igel, bilden eine der fünf, welche dem Stamm der Stachel gehören. Es sind in allen Meeren lebende, wirbellose Tiere. Die Klasse wird in 12 Orden aufgeteilt. Bis heute sind etwa 950 Arten bekannt. Inneres Kalkskelett, Endoskelett. Eckige Klammer auf bearbeitige Klammer zu. Inneres Kalkskelett eines regelmäßigen Siegel. Inneres Kalkskelett eines irregulären. Die Außenseite dieses Skelettes ist mit einer Epidermis-eckige Klammer auf 1 Eck Klammer zu. Die eigentlichen, regelmäßigen Siegel, Laria, zeichnen sich durch ein hohes Pentameradialsymmetrie, inneres Kalkskelett aus Carbonat, welches je nach Art fast kugelförmig, auch mehr oder weniger glattet sein kann. Es besteht aus dem Apikalfeld oben am Körper, 5 Doppelreihen von Platten, Ampulacralia, und 5 Doppelreihen Interampulacralplatten, Interambulacralia. Die Platten bilden unregelmäßige Sechsecke. Die Ampulacralplatten, die hellen schmalen Bänder, Abbildung, enthalten kleine Löcher, Ampulacralporen, aus denen die Ampulacralchen hervorkommen. Die Interampulacralplatten, nur kleine kugelförmige Bogen der Gelenkhöckerstacheln. Die als unregelmäßig bezeichneten Siegel, Irregularia, denen die Sanddolat und die Herzigel gehören, unterscheiden sich ganz wenig von den regelmäßigen Siegeln. Ihr Skelett ist abgeflacht, bei den Sanddolars scheibig, und nicht mehr genau radialsymmetrisch, sondern durch eine bilaterale Symmetrie dominiert. Es gibt ein vorne und hinten, ein links und rechts, die Fortbewegung findet immer mit einer Tendenz nach vorne statt. Sanddollars haben keine oder stark reduzierte Stachel. Bei den Herzigeln sind wie eine Behaarung ausgebildet. Stacheln eckige Klammer auf, Betten eckige Klammer zu. Die Stacheln der Siegel sitzen auf den Gelenkhöckern und sind Muskeln teilweise bewegt. Die Ausbildung der Stacheln, deren Größe, Funktion und so weiter, je nach Art sehr unterschiedlich sein. Bei den regulären Siegeln werden 3 Typen unterschieden, bei den irregulären gab es 12 Stacheln, die vor allem zum Schutz vor Seesternen, großen Schnecken und können bei einigen beim Stechen sogar Gift abgeben. Besonders giftig dabei sind Feuersiegel, Feuersiegel. Es gibt Siegel, die sich mit ihren Stacheln in Harze wie Korallenriffe einbohren. In seltenen Fällen wird mit angetriebenen Nahrung gefangen. Bewohner der Sandböden benutzen Stacheln auch zur Fortbewegung. Tritt man auf einen Stachel, bricht dieser unter Umständen und bleibt im Fuß stecken, was zu schmerzhaften eitrigen Entzündungen führen kann. Bei einigen Arten sind die Stacheln zudem nicht ganz einfach zu entfernen. Pedicellarien eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Die Pedicellarien sind klein, zackförmige Anhänger, die die Oberfläche des Siegels und mit Gift auch größere Angreifer in die Flut können. Coelum-System eckige Klammer auf, Betten eckige Klammer zu. Ampulakralfüßchen mit Saugnäpfen am Ende, wahrscheinlich Steinsiegel CF. Paragentrotus lividus. Der Innenraum der Siegel ist eine Reihe von Schlauch, flüssigkeitsgefüllten Hohlräumen, Coelum-System, gliedert. Allen Siegeln gemeinsam sind die Ampulakralfüßchen, dünne Schläuche, die sich durch Einpumpen Flüssigkeit, Hämolymphe, bewegen. Mundapparat eckige Klammer auf bearbeiten, geklammert zu. Zum Abweiden ihrer Nahrung wie Algen Wuchs besitzen die Siegel einen speziellen Raspelapparat, die Laterne des Aristoteles. Peribrukt eckige Klammer auf bearbeiten, eckige Klammer. Der Bereich um die Afteröffnung wird bei Siegeln aus mehreren, unregelmäßig geordneten Kalkplatten gebildet, als Analfeld oder Peribrukt bezeichnet. Eckige Klammer auf 2 eckige Klammer zu. Fortpflanzung eckige Klammer auf
Seiten eckige Klammer. Die Segel sind getrennt geschlechtlich. Ei- und Samenzellen werden Mengen ins Wasser. Die planktonisch lebenden, Lateralsymmetrik und die Larven der See als Plutei, Enzahl Pluteus, bezeichnet. Bei Seeigeln vor Alba im oder in Tilde 40 der Tiefe die Bildung von Pflanzungsgruppen beobachtet. Dabei finden sich mehrere, 10 bis 30 Individuen an einem Ort zusammen, zum Großteil so, dass sie sich mit den Stacheln berühren. In diesen Gruppen werden dann gleichzeitig vielen Tieren Ei- und Zellen abgegeben und damit die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Befruchtung deutlich erhöht.